Marinestützpunkt Eckernförde. Guten Morgen, Besatzung Alpha. Auf Manöverstation. Besatzung Alpha läuft mit U-32 in Richtung Manöver aus. Besatzung auf Tauchstation. Fluten. Die Mannschaft des 400 Millionen teuren U-Boots ist ständig in Alarmbereitschaft. Feuer am Schiff, es brennt an. Diese Erstmaßnahmen sind eingeleitet. Ruderversager, Ruderversager. Lenkstand ist ausgefallen. Bis zu 30 Menschen leben hier wochenlang auf engstem Raum zusammen. Es gibt natürlich welche, die haben Fußgeruch. Dann erträgt man das oder hält das aus. Die Stimmung an Bord kann schnell kippen. Das Essen muss stimmen. 136 Mahlzeit habe ich heute zubereitet für die Besatzung. U-32, Soldaten unter Wasser. Schleswig-Holstein, Marinestützpunkt Eckernförde. Der einzige Tiefwasserhafen der deutschen Marine an der Ostsee. Hier sind die 6 U-Boote der deutschen Marine stationiert. Nicht viele, dafür aber topmodern. Neben den U-Boot-Fahrern sind hier unter anderem auch die Kampfschwimmer und die Besatzungen von Flottendienstbooten und Tendern stationiert. Insgesamt rund 1.900 Soldatinnen und Soldaten. 8 Uhr morgens. Die Besatzung von U-32 tritt zur Musterung an. Das U-Boot soll am nächsten Tag auslaufen. Kommandant Rudolf Lente und Kapitänleutnant Beck schwören ihre Leute ein. Zur Meldung an Kommandant, die Augen links. Für Kommandant Lente ist es das erste Manöver mit dieser Crew. Ihre Bezeichnung Besatzung Alpha. Die 28 Mitglieder gehören zum 1. U-Boot-Geschwader Eckernförde und sind Teil einer kleinen, feinen Elite. Denn in der deutschen Marine gibt es nur knapp 80 aktive U-Boot-Fahrer, aufgeteilt auf 4 Besatzungen. Auf Manöverstation! 2 Monate hat sich die Besatzung intensiv auf dieses Manöver vorbereitet. U-32 wird in Eckernförde ablegen, die Kieler Bucht durchqueren, um die Schleuse Holtenau in der Kieler Förde zu erreichen. Nach der Schleuse beginnt der Nord-Ostsee-Kanal, eine der meistbefahrenen Wasserstraßen der Welt. Nach fast 100 Kilometern in dem engen Kanal geht es durch die Schleuse Brunsbüttel. Hier müssen die Kameras das Boot verlassen, denn U-32 wird an einem streng geheimen NATO-Manöver bei Plymouth vor England teilnehmen. U-32 ist ein U-Boot der Klasse 212A, der weltweit modernste, nicht nuklear angetriebene Typ. Die Außenhaut besteht aus amagnetischem Stahl und macht das Boot für militärische Ortungsgeräte nahezu unsichtbar. Es ist deshalb auch für Sonar unter Wasser kaum aufzuspüren. 1500 Tonnen Spezialstahl wurden verbaut. Im Inneren steckt Hightech pur. Vieles ist streng geheim. Rund 400 Millionen Euro kostet ein Unterseeboot dieses Typs. Im Kriegsfall befinden sich in diesen Torpedorohren 6 drahtgelenkte Schwergewichtstorpedos. 21 Betten gibt es an Bord. Die bis zu 30 Männer und Frauen der Besatzung schlafen abwechselnd in Schichten. Die knapp 2 Quadratmeter Privatsphäre müssen also nochmals geteilt werden. U-32 trägt die NATO-Bezeichnung S-182. Der Stahlkoloss ist 56 Meter lang, 7 Meter breit und 11,5 Meter hoch. Leistung 4240 PS. U-32 taucht mindestens 250 Meter tief, offiziell. Im Verteidigungsfall ist es mit 6 Torpedos bewaffnet. Im mittleren Teil des Druckkörpers befinden sich die Mannschafts- und Manöverräume. Auf wenigen Quadratmetern leben und arbeiten die bis zu 30 Männer und Frauen oft wochenlang. Im Heck befindet sich der moderne Hybridantrieb aus Dieselmotor und Brennstoffzelle. U-32 gehört deshalb zu den leisesten U-Booten der Welt. Auch die Schiffsschraube dreht sich besonders leise. Sie wurde speziell entwickelt und ist streng geheim. Vor dem Auslaufen wird getankt. Für die Brennstoffzelle werden Wasserstoff und Sauerstoff benötigt. Mit diesen sogenannten Reaktanten werden die Tanks jetzt gefüllt. Im Inneren ist Wiebke Ludwig als schiffstechnischer Offizier verantwortlich.
hier geschieht im Prinzip die Verbindung zwischen Wasserstoff und Sauerstoff, woraus wir letzten Endes unseren Strom generieren, ein Teil unseres Stromes. Dieser Kasten ist erstmal einfach nur abgedeckt. Alles, was dahinter ist, ist geheim. Darüber dürfen wir nicht reden. Und wir möchten eben auch nicht, dass jeder dahinter gucken kann, was wir hier eingebaut haben. Grundsätzlich fahren wir batterieelektrisch. Das heißt, wir ziehen unsere Energie aus der Batterie. Diese Batterie möchte natürlich irgendwann geladen werden. Die Schiffsschraube wird grundsätzlich mit der Batterie betrieben. Ist Außenluft zugänglich, wird sie über einen Generator von einem Dieselmotor gespeist. Im tiefgetauchten Zustand ohne Außenluft reagieren Sauerstoff und Wasserstoff in der Brennstoffzelle. Die dort freigesetzte Energie gelangt wiederum über den Generator in die Batterie, die das Unterseeboot antreibt. Durch diese revolutionäre Brennstoffzellentechnik kann U-32 wochenlang getaucht fahren. Auf dem Stützpunkt trifft Kapitän Rudolf Lente die letzten Vorbereitungen, damit U-32 sicher und pünktlich auslaufen kann. Der 35-Jährige ist erst seit 2 Monaten Kommandant der Besatzung Alpha. Es ist die erste gemeinsame Mission. Ich trage die Verantwortung für die gesamte Sicherheit, eigentlich für jedes einzelne Leben an Bord. Ich muss mich schon besonders konzentrieren, weil ich der letzte Mann bin, der hier Entscheidungen zu treffen hat. Und alles, was meine Besatzung falsch macht, fällt letztendlich auf mich zurück. Deswegen bin ich sehr hinterher, gerade weil es die erste große Fahrt mit dieser Besatzung ist, alles auch nochmal zweimal zu kontrollieren. Doch jetzt steht erst einmal das Wichtigste an. U-32 wird mit Proviant beladen. Besonders auf Nervennahrung legen die U-Boot-Fahrer Wert. Softdrinks, Schokolade und deftige Snacks dürfen auf keiner Fahrt fehlen. Kapitänleutnant Benjamin Beck behält den Überblick, wo andere nur noch Chaos sehen. Das ist überhaupt kein Chaos. Jeder weiß, wo welcher Handgriff zu tätigen ist und das läuft Hand in Hand. Ich glaube, das ist bei jedem zu Hause genauso. Wenn er gerade vom Einkaufen kommt, steht er erstmal alles in der Küche und dann wird halt eingeräumt. Das ist bei uns auch so. Der Durchmesser dieser runden Einstiegsluke beträgt nur einen knappen Meter. Jetzt müssen mehrere 100 Liter Getränke, gut 220 Kilo Fleisch und palettenweise Gemüse durch diesen Zugang transportiert werden. Bei der sogenannten Proviantrolle reichen die Soldaten die Lebensmittel von Hand zu Hand, bis sie ihren Lagerort erreicht haben. 320 Kilo Obst und Gemüse und 300 Kilogramm Tiefkühlkost werden eingelagert. Smooth Marcel Fiedler verstaut die frischen Waren in seiner Kühlkammer. Ja, jetzt guckt mir auf Mindesthaltbarkeitsdaten, ob das alles so passt und das ausreichend bemessen ist. Und dann passt es schon. Das Einstauen wird noch einige Stunden dauern. Die Arbeit als U-Boot-Fahrer ist oft schweißtreibend. Obermann Martin Sass weiß, wie wichtig Nervennahrung an Bord ist. Gerade wenn wir auch mit dem ganzen Süßkram und mit den ganzen Getränken, so, das muss auch schon sein, damit das halt immer noch mal so die Stimmung hebt. Selbst darf man sich ja nichts mitnehmen. Aber ich sag mal so, dass man sich dann halt selber hier noch mal einen Snickers und so nehmen kann, das muss schon sein. Also ansonsten glaube ich, würde man sich hier auch schon an die Kehle gehen. Auch mehrere Kisten Bier werden im Boot eingelagert. Der Gerstensaft wird hier liebevoll Wachblase genannt. Man darf auch mal eine Wachblase trinken. Theoretisch stehen jedem Soldaten 2 Flaschen Bier pro Tag zu. Aber die trinkt man eben selten. Also trinkt kaum jemanden, der auf See ein Bier trinkt. Und es muss vom Kommandant genehmigt werden. Auf das traditionelle Einlaufbier im Zielhafen freut sich Sonarmat Philipp Engels aber dennoch. Jeder freie Platz wird auf dem engen U-Boot für die Lebensmittel und Getränke genutzt. U-32 lädt Vorräte für 3 Wochen. Wo man hinschaut, Lebensmittel. Im Kriegsfall wären die Torpedorohre mit Torpedos belegt, doch jetzt werden sie als Stauraum verwendet, zum Beispiel für Bier. Einer der Soldaten schiebt die Kisten mit den Füßen bis ans Ende des Rohres. So lagert jetzt Pilz, wo sonst tödliche Geschosse, auf ihren Einsatz warten. Ja, stressig ist es auf jeden Fall. Man sieht ja, dass ein U-Boot halt geringen Platz hat. Und darauf ist halt zu achten, dass man halt nicht eine 4-Kilo-Dose mit an Bord nimmt. Lieber viele kleine Dosen, ja, lässt sich leichter verstauen. Kartons sollen eigentlich, sag ich mal, zu Hause im Heimathafen bleiben, wegen, dass man halt
sag ich mal, nicht so viel Müll fabriziert und deshalb nehme ich es aus der Verpackung raus und nehme mir halt bloß jetzt die Anweisungen mit, wie es halt gemacht wird. Ich schleude es halt so weg. Nach 6 Stunden sind die Lebensmittel verstaut. Smooth Marcel Fiedler hat eine kleine Pause. Draußen machen sich die Schwimmtaucher bereit. Sie tasten die U-Boote vor dem Auslaufen nach Kampfmitteln und Beschädigungen unter der Wasseroberfläche ab. Das findet im sogenannten Uvenat-Dienst ab, Unterwassermittel-Nahkampfabwehr. Grundsätzlich geht es beim ersten Tauchgang erstmal darum, sind irgendwelche Haftminen, irgendwelche Sachen dran, die unser Auslaufen hindern sollen. Die Suche nach tödlichen Kampfmitteln und eventuellen Beschädigungen gehört vor jedem Auslaufen dazu, auch in Friedenszeiten. Die Taucher suchen die gesamte Außenhülle des U-Bootes Meter für Meter sorgfältig ab. Danach auch den Anker. Entwarnung. Sie finden weder Beschädigungen noch Haftminen an U-32. Auf dem Stützpunkt hat Kommandant Rudolf Lente zum Navigationsbriefing geladen, um den genauen Verlauf der Route zu besprechen. U-32 wird durch die extrem verkehrsreichen Seegebiete vor und im Nordostseekanal steuern. Eine Herausforderung für den jungen Kapitän und seine Mannschaft. Dort fahren 14 Fähren. Wir haben dazu keine genauen Zeiten, weil die fahren den ganzen Tag über hin und her. Es gibt 8 Brücken. Die Brückenhöhe ist aber hoch genug, sind ja 42 Meter, da passen wir überall drunter. Gerade hier, wenn Sie hier schauen, an dieser Stelle haben wir nicht viel Platz. Sollte uns ein Fahrzeug entgegenkommen, müssen wir besonders vorsichtig manövrieren. Wir werden hier besondere Navigation betreiben, das heißt nicht nur rein uns auf die Technik verlassen, sondern auch optisch navigieren. Der Anker ist klar zum Fallen, das heißt, dass wir im Falle des Falles sofort an Ort und Stelle aufschauen können. Und auch das Notruder ist besetzt, sollten wir einen Ruderversager haben, dass wir schnellstmöglichst reagieren können. Bevor U-32 auslaufen kann, muss sichergestellt sein, dass alle technischen Geräte einsatzfähig sind. Elektronikmat Christoph Strehle führt letzte Tests durch. Drücke die Auslagehilfe von aus. Marschausierung von aus. U-32 verfügt über 2 Seerohre. Das größere Beobachtungsseerohr mit Wärmebildgerät und das kleinere, unauffälligere Angriffsseerohr. Ich teste jetzt die verschiedenen Mechaniken in dem Seerohr. Das heißt, ich schalte einen, oder der Drehantrieb ist zugeschaltet. Demzufolge kann ich das Seerohr jetzt mit dem Taster hier betätigen und es drehen. Mit dem Taster gucke ich jetzt, ob der Azimutwinkel funktioniert. Das heißt, wir hoch und runter. Also jetzt verändere ich einfach nur die Höhe. Und jetzt schalte ich mal den Zoom. Das war's schon. Nach monatelanger Vorbereitung ist es soweit. U-32 wird gleich ablegen. Die Besatzung ist bereit. Ich glaube, so langsam ist jetzt mal angekommen, dass wir überhaupt zur See fahren. Also die ganze Zeit hat man eigentlich das Gefühl, auch Koffer packen und so. Wenn man es schon öfter mal gemacht hat, dann wird das irgendwann zur Routine. Aber jetzt so langsam kann es aber losgehen, man freut sich schon. Das ist mehr so eine Vorfreude einfach auf das Bevorstehende. Dafür sind wir ausgebildet und das möchten wir natürlich auch zeigen, dass wir das können. Das Boot ist seeklar, da freut man sich, dass es jetzt endlich losgeht, losgehen kann und man halt auch mal wieder zur See fährt. Besatzung halt, Vermusterung! Vorbereitungen sind abgeschlossen, der große Tag ist da. Es geht Richtung England ins Manöver. Für was wir jetzt monatelang trainiert haben, können wir jetzt zeigen, dass wir dem würdig sind und wenn dieses Manöver sehr gut abschließen. Guten Morgen, Besatzung Alpha. Morgen, Kapitän. Augen gerade aus. Besatzung Alpha, rührt euch. Es ist weder Spiel noch Spaß. Wir werden das erstmal so durchführen. Und dafür bin ich halt Kommandant, deswegen muss ich Ihnen das sagen. Das Ganze ist ernst. Und wenn das so funktioniert, wie wir es haben wollen, dann kann es auch irgendwann Spaß machen. Seien Sie darauf vorbereitet und seien Sie in gewohnter Weise respektvoll und höflich. Besatzung Alpha, stillgestanden. Auf Manöverstation. Auf Manöverstation. Für den 35-jährigen Rudolf Lente ist es die erste Fahrt als Kommandant. Jetzt muss alles funktionieren. Die Besatzung ist gut ausgebildet, wir haben alles an Bord
Und wir haben auch schon die ersten Informationen über das Programm nächste Woche. Ich laufe mit einem guten Gefühl aus. Die Mission beginnt. U32 läuft aus. Aufmanöverstation Botesgar zum Ablegen. Frage ablegen. Ja, ablegen. U32 verlässt den Marinestützpunkt Eckernförde. Allein der Weg nach England ist eine Herausforderung für Mannschaft und Boot. Die Eckernförder Bucht. Sie reicht 17 Kilometer ins Land. Hier gibt es mehrere Yachthäfen und Bootsanleger. Es herrscht extrem viel Verkehr. U32 muss ständig anderen Verkehrsteilnehmern wie Seglern und Fischern ausweichen. Über Sonar, Radar und die Seerohre beobachten der erste Wachoffizier Beck und seine Mitarbeiter ununterbrochen die Umgebung. Ja. Wir gleichen generell mit dem Seerohr einfach die Kontakte, die wir einmal im Radar haben, ab. Weil verschiedene Blips, die wir, so nennt man das, die wir im Radar haben, können wir nicht genau sagen, ob das jetzt ein Fahrzeug ist, eine Tonne oder ob das einfach nur ein Störsignal ist. Ein Regenschauer beispielsweise, ein Vogel, der da durchfliegt, ein größerer, das kann alles mal ganz kurz auftauchen. U32 wird gleich abtauchen und ist dann für andere Schiffsführer so gut wie unsichtbar. Die Besatzung muss nun besonders aufpassen, um Zusammenstöße zu vermeiden. Besatzung auf Tauchstation. Besatzung auf Tauchstation. Auf Tauchstation. Die langgedehnte Sprachmelodie sorgt dafür, dass die Befehle für die Besatzung schon am Singsang erkennbar sind. Das ist besonders in Notsituationen wichtig. Der U-Boot-Kommandant ist vor dem Tauchen der Letzte auf der Brücke. Er steigt noch einmal nach oben und kontrolliert, ob das Unterseeboot an den Oberdecks tatsächlich tauchklar ist. Er trägt allein die Verantwortung für die Sicherheit seiner Mannschaft. Erst wenn der Kommandant sich überzeugt hat, dass das U-Boot sicher tauchen kann, begibt er sich zurück in die Zentrale, um den Befehl zu geben. Fluten auf Seerohrtiefe gehen. Fluten auf Seerohrtiefe gehen. Fluten! Der Rudergänger ist für Kurs, Geschwindigkeit und Tiefe zuständig. Nachdem der fahrende Wachoffizier das Kommando gegeben hat, steuert der Rudergänger das U-Boot auf Tiefe. U32 beginnt zu sinken. Bis das U-Boot komplett unter Wasser und damit auf Seerohrtiefe ist, vergehen 60 Sekunden. 7 Meter Hotel. Ja. Acht Meter. Ja. Ja. 10 Meter. Ja. 11 Meter. U32 hat Seerohrtiefe erreicht. Das sind 13,5 Meter. 11 Meter wurden abgefangen. Ja. Doch wie funktioniert das Tauchen technisch? U-Boote verfügen zwischen Druckkörper und Außenhülle über große Tauchzellen. Fährt das Boot an der Oberfläche, sind sie mit Luft gefüllt. Zum Abtauchen werden diese Tanks mit Wasser geflutet. Das U-Boot wird schwerer, es sinkt. Um wieder aufzutauchen, werden die Tanks mit Pressluft gefüllt. Die Luft verdrängt das Wasser in den Tauchzellen und das Boot taucht auf. Kommandant Lente überprüft per Seerohr die Umgebung, um Zusammenstöße zu vermeiden. Die Seerohre gehören zu den wichtigsten Werkzeugen an Bord. Ja,
haben zwei verschiedene. Das Seerohr ist das Beobachtungsseerohr. Das unterscheidet sich dadurch, dass alleine der Ausblickkopf, also das, was oben aus der Wasseroberfläche kommt, viel größer ist als das von vorne. Alle Kommandanten, 30 Grad, Tender, Bug, links, Lage 70, Entfernung geschätzt, 3 Meilen. Ja. Ja, Sie hören, kommen immer wieder Meldungen an mich, die ich zu beantworten habe, aber dafür hängen auch überall Sprechstellen, dass Sie zu jeder Zeit was sagen können. Also dieses Seerohr ist deutlich größer im Ausblickkopf als das vordere Seerohr. Das Seerohr hier nennen wir Beobachtungsseerohr. In diesem Beobachtungsseerohr haben wir verschiedene Geräte, ein Wärmebildgerät, das wir auch Infrarotstrahlen erkennen können, sodass wir auch bei Nacht gut durch dieses Seerohr gucken können. Und wir können durch dieses Seerohr auch Radarstrahlen aufnehmen, können sie peilen. Der Nachteil ist natürlich, wenn das Seerohr draußen ist, sind wir leichter zu entdecken. Deswegen sind wir eigentlich dazu geneigt, wenn wir tatsächlich nur durch Seerohr schauen wollen, das vordere Seerohr zu nehmen. Das ist nämlich deutlich kleiner. Nicht nur optisch, sondern auch akustisch scannt die U-Boot-Crew ständig die Umgebung. Sonarmat Philipp Engels und seine Kollegen müssen sich in einem Wirrwarr aus Motorengeräuschen der verschiedensten Boote und Schiffe zurechtfinden. Fischer sind für uns sehr interessant, dann kann man auch schon mal Winde oder was hören, verschiedene Arbeitsgeräusche, Netzgeräusche. Das muss man dann ein bisschen unterscheiden. Wenn so ein Fischer dann eben auch diese Arbeitsgeräusche hat, ist es interessant, wie er fährt, in welche Richtung, damit wir natürlich nicht hinter ihm durchfahren, um dem Netz irgendwie ausweichen zu können. Und ansonsten haben wir dann eben auch noch langsam drehende Fahrzeuge mit 80 Umdrehungen in der Minute, der Propeller zum Beispiel. Das sind oft große Händler, die sind für uns ein bisschen uninteressanter, weil die oft von A nach B fahren. Die machen oder die fahren stumpf ihre Route ab und den können wir natürlich viel leichter ausweichen. So ein Fischer, der fährt mal irgendwie nach rechts, links, manövriert immer wieder, geht mit der Fahrt an. Das ist dann eben interessanter für uns. Besonders Segler stellen eine große Herausforderung dar. Mit dem Sonar sind sie kaum hörbar. Alle anderen Verkehrsteilnehmer, wie Fischer, Frachter, Passagierschiffe oder Motorboote, muss der Sonarmat allein am Geräusch erkennen können. Beim Händler zum Beispiel hört man das besser. Dass die haben oft vier Blätter im Propeller und ein Blatt davon ist immer markant. Und dann hört sich das dann wirklich so. Das hört man richtig deutlich. Seerohr von Sonar. Jawohl. Ja, bitte Kontrollblickentpeilung 305. 305. U32 fährt momentan in getauchtem Zustand 5 Knoten. Das sind etwa 10 Stundenkilometer. Bisher läuft alles ruhig. Dann eine Durchsage. Zur Übung, Feuer am Schiff. Feuer am Schiff ist drin im Schalldämmmodul. Zur Übung. Zur Übung, Feuer am Schiff ist drin im Schalldämmmodul. Zur Übung. Brennt am Diesel der Motor der Druckelpumpe. 1, Erstmaßnahmen sind eingeleitet. Der Brandabwehrtrupp muss in kürzester Zeit Feuerschutzmontur und Gasmaske anlegen. An allen Decken des U-Bootes befinden sich Anschlüsse der Atemnotluftanlage, in die sich der Brandabwehrtrupp einsteckt. Der Kommandant testet seine Mannschaft. Er will genau wissen, wie belastbar seine Besatzung ist. Dieses ist zwar nur eine Übung, doch das Vordringen durch die engen Gänge ins Heck des U-Bootes ist in Schutzmontur und mit Sauerstoffmasken Schwerstarbeit. In einer realen Situation hätte Obermat Martin Sass das Feuer bereits gelöscht. Doch hier simuliert er eine Rauchgasvergiftung und muss schnellstens geborgen werden. Trotz der Eile transportiert der Rettungstrupp das Brandopfer mit größter Vorsicht. Der Verletzte kommt in die Offiziersmesse. Sie wurde unterdessen zur Krankenstation umfunktioniert. Hier soll er stabilisiert werden. An den Kommandanten, der Verletzte Obermann Sass ist am Hauptquartier eingetroffen. Erstmaßnahmen werden eingeleitet, Behandlung startet. Sauerstoffmaske? Ja. Geben voll 12 Liter. Nicht die Sauerstoffmaske? Die Sauerstoffmaske? Die Maske, genau. Du hast nochmal Blutdruck. Den Puls hast du gerade? Können wir noch Pulsoxy anschließen, ne? Das Gelbe? Ja. Um einfach mal zu gucken, wie die Sauerstoffsättigung ist und dann gucken wir mal, ob wir noch einen Zugang. Ja. Diagnose, Verdacht auf Rauchgasintox, ist noch derzeit bewusstlos, geht davon aus, dass er Rauchgas inhaliert hat. Kriegt jetzt von uns erstmal, wird erstmal stabilisiert und geht dann von Bord. Gerettet.
Doch das war nur eine Übung. Den Verletzten geht es wieder gut. Die Behandlung hat Erfolg gezeigt. Nichtsdestotrotz hätten wir den, wenn das wirklich jetzt diese Verletzung, die wir gerade simuliert haben in dieser Übung, hätte er die wirklich gehabt, hätten wir den Herrn Sass auf jeden Fall in See abbergen lassen. Also zumindest im Friedensfall. Da hätten wir dann einen Helikopter angefordert, der dann Herrn Sass von Bord nimmt und an Land in ein Krankenhaus verbringt. Im Kriegsfall hätte der Verletzte nicht von Bord geborgen werden können. Ob er es unter diesen Umständen geschafft hätte, ist ungewiss. Die Übung gerade eben lief im Prinzip gut. Die Soldaten haben genau das gezeigt, was ich von ihnen erwartet habe. Sie haben schnell und konzentriert gearbeitet. Das gibt mir das gute Gefühl, dass wir jetzt tatsächlich dann Richtung Manöver weiterfahren können. In der Kombüse rotiert Smoot Marcel Fiedler. Der gelernte Koch hat seine Ausbildung in einer Restaurantküche an Land gemacht. Das Kochen auf einem U-Boot ist für ihn auch nach 7 Jahren teilweise immer noch eine Herausforderung. Also wenn wir Rollendienst fahren hier zur Übung Wasser oder Feuer im Schiff, dann hat man natürlich da engeres Zeitfenster und dann wird es ganz schön enger. Muss man miteinander wegarbeiten, damit man das Essen pünktlich auf den Tisch bekommt und dass es auch warm ist, also zur gegebenen Zeit halt fertig ist und alles auf den Punkt genau ist. Dadurch, dass es ein enger Raum hier, halt hier ist, dann die Gerüche des Essens und der Schaukelei, dann geht es bei mir ziemlich schnell. Also ich bin der Einer, wenn man schnell seekrank wird, und das ist halt ein bisschen problematisch für mich und eigentlich auch für die Besatzung, wenn man dann mit dem Essen so ein bisschen eng, sag ich jetzt mal. Circa 3000 Kilokalorien sollte jedes Besatzungsmitglied pro Tag zu sich nehmen. Durch die Enge an Bord gibt es wenig Platz für Bewegung. Der Smoot muss darauf achten, dass die Soldaten nicht zu stark zunehmen. Gesund und ausgewogen soll es sein. Doch die Mannschaft liebt es deftig. Egal ob nun Frühstück, Mittag, Abendbrot oder dann halt auch der Mittelwächter. Das ist dann halt immer nochmal so, wo man sich dann, egal ob nun aufziehende oder abziehende Wache, das ist wirklich nochmal so das Ding, wo man sich wirklich drauf freut. Und wenn es dann da wirklich kein Fleisch gibt oder das Essen stimmt nicht, dann ist dann da auch gleich mal die Stimmung im Eimer und dann kann man auch mal ganz schnell die Stimmung an Bord kippen. Und wie gesagt, also da hat der Schmutz schon einen sehr wichtigen Job. Einen wichtigen und einen harten Job. Denn die Position des Smoots ist die einzige, die nicht doppelt besetzt ist. Er ist fast rund um die Uhr im Einsatz. Ja, es ist ja so getaktet, dass wir einen 6-Stunden-Turn fahren. Und da ist es ja so getaktet, dass alle quasi 6 Stunden gegessen wird. Also 5.20 Uhr ist das Frühstück, 11.20 Uhr ist der erste Rutschmittagessen. Dann geht es weiter 7.20 Uhr mit dem Abendbrot. Und 23.30 Uhr ungefähr ist der Mittelwächter. Und so geht es halt weiter, Tag für Tag. Gleich darf sich Smoot Marcel Fiedler eine gute Stunde Pause gönnen. In der Zentrale bereitet Wiebke Ludwig das Auftauchen vor. Sie ist schiffstechnischer Offizier. Alle Kommandanten, das Unterdeck ist klassen auftauchen. 7 Milliliter Überdruck. Auftauchmanöver. Auftauchen. Auftauchen. Anblasen. Beim Anblasen werden die Tauchzellen mit Druckluft gefüllt. Die Luft verdrängt das Wasser in den Tanks. Das Boot wird leichter als das Wasser und taucht wieder auf. Tauchzellen wurden nach Zeiten ausgeblasen. Die Brücke ist sichtbar. Die deutsche Marine verfügt über 6 U-Boote. Sie alle gehören zur Klasse 212A und werden hauptsächlich zur Aufklärung und Lagebilderstellung verwendet. Seit 1966 ist kein deutsches U-Boot mehr gesunken. Als U-Boot-Fahrer lebt man inzwischen relativ ungefährlich, aber dafür mit vielen Einschränkungen. Sonarmat Philipp Engels hat zwar wenig Gepäck dabei und trotzdem immer noch etwas mehr als viele seiner Kameraden. Da ich oben auf der Brücke stehe, muss ich eben ein paar Hosen mehr einplanen, weil ja schon mal eine Welle überkommen kann. Deshalb habe ich großzügig die ich anhabe, und noch mal 4 dabei. Das sollte eigentlich reichen.
Da habe ich selbstgemachte Marmelade von zu Hause, von Mutti, dass man noch mal so ein bisschen daran erinnert wird. Das ist ganz wichtig. So ganz ohne die Heimat, das geht ja doch nicht. Und dann hat man schon mal irgendwie Bilder, Marmelade, sowas Besonderes, was man zu Hause vielleicht dann wirklich auf dem Frühstückstisch hat oder keine Ahnung, manche haben Kuscheltier dabei von zu Hause, einfach, dass sie was haben. Und ansonsten habe ich eigentlich gar nicht so viele Sachen dabei. U-Boot-Fahrer sind oft wochenlang von Familie und Freunden abgeschnitten. Aber wenigstens ist man an Bord niemals einsam. Die Mannschaft wird zur Ersatzfamilie. Bis zu 30 Menschen auf engstem Raum, verteilt auf 21 Betten. Ein eigener Schlafplatz ist Luxus. Also das hier ist mein Bett, oder eben bei uns genannt der Bock. Den teile ich mir mit dem Obermaat Kirchner, das ist der andere Sonarmaat an Bord. Wir haben 4 davon. Er ist in der anderen Wache. Wir sind aufgeteilt in Steuerbord- und Backbordwache. Und alle 6 Stunden wechselt die Wache sich gegenseitig ab. So viel Nähe kann manchmal auch unangenehm sein. Es gibt natürlich auch welche, die haben vielleicht zu wenig Schuhe dabei oder was und ja, haben dann ein bisschen Fußgeruch. Das kann man auch haben, aber das geht. Wenn man wirklich müde ist und schlafen muss, dann kann man das auch, dann erträgt man das oder hält das aus. Und weist natürlich auch den Kameraden mal hin, dass er irgendwas machen muss. Entweder mehr Ersatzschuhe mitnehmen oder wir haben auch Fußspray extra an Bord. Vielleicht hilft das ein bisschen. Nur einer an Bord darf ab und zu ein wenig Privatsphäre genießen. Kommandant Rudolf Lente. Ja, ich habe das Glück, als einziger mein eigenes Zimmer quasi zu haben. Ich kann auch die Tür zumachen, habe dann tatsächlich meine Ruhe. Aber ich bin auch der Einzige, der mit dem Estio zusammen und noch anderen Dauerwächtern immer mal zur Stelle sein muss. Also wenn irgendwas passiert oder wenn irgendwo die Säge klemmt, bin ich immer hier der Ansprechpartner. Deswegen habe ich auch etwas ganz Besonderes hier bei mir. Ich habe mein eigenes Sprechgerät. Das heißt, wenn ich hier tatsächlich schlafe und irgendjemand will was von mir, dann habe ich gleich hier etwas, wo ich sprechen kann. Ja, im Prinzip habe ich ein bisschen mehr Stauraum als andere. Das hier lässt vermuten, dass ich hier große Schränke habe. Habe ich aber nicht. Wie überall im Boot ist auch hier Technik verborgen. Da kann ich also nichts reintun. Ich habe also dann doch nur ein paar kleine Fächer. Aber was noch interessant ist, mein kleines Bett hier. Darunter befinden sich unsere Waffen und unsere Munition. Ich schlafe da drauf. Ich bin nicht der Einzige, der einen Schlüssel hat. Aber das ist hier bei mir untergekommen. Aber ansonsten schläft sich das hier eigentlich recht gemütlich. Doch gemütlich bleibt es an Bord meist nicht lange. Ruderversager, Ruderversager, Lenkstand ist ausgefallen. Ruderanlage wird umgeschaltet in den Notbetrieb. Ruderversager, Ruderversager, Lenkstand ist ausgefallen. Ruderanlage wird umgeschaltet in den Notbetrieb. Ja. Ruderversager. Dies bedeutet, dass das Ruder von der Zentrale aus nicht mehr gesteuert werden kann. In der Umgebung herrscht viel Schiffsverkehr. Ein Zusammenstoß wäre eine Katastrophe. Rudergänger Marco Baltrop muss jetzt schnell das Notruder im Heck erreichen. Das Notruder ist in verkehrsreichen Gebieten immer besetzt. Marco Baltrop übernimmt ab jetzt die Kommunikation mit der Zentrale. Das große X-Ruder des U-Bootes wird ab jetzt rein manuell über die 4 Hebel gesteuert. Kursänderung nach Steuerbordwegen, Ausweichmanöver wegen Fischhafenausbereich. Ein schnelles Ausweichmanöver muss eine Kollision verhindern. 1500 Tonnen Stahl werden rein manuell knapp an dem anderen Boot vorbeigesteuert. Diese Übungen machen wir regelmäßig, also relativ oft. Und im Ernstfall würde ich das nicht so gerne erleben wollen. Aber wenn es passiert, wäre es kein Problem, hier hinzufahren und das zu steuern. Die erste Etappe ist geschafft. Endlich wieder frische Luft. U32 hat nach 4 Stunden die Kieler Förde erreicht. Die Besatzung bereitet sich auf die Einfahrt in die Schleuse Holtenau vor. Sie ist das Portal in den Nord-Ostsee-Kanal. Diese Bundeswasserstraße ist die meistbefahrene künstliche Wasserstraße für Seeschiffe weltweit. Ein Schlepper wartet bereits. Er soll das U-Boot bei der engen Einfahrt unterstützen. Mitglieder der Besatzung verteuen ihn am Heck von U32. Der Schlepper wird das U-Boot während der gesamten Fahrt durch den Nord-Ostsee-Kanal begleiten.
Der 400 Millionen Euro teure Stahlkoloss fährt in die Schleuse ein. Kein leichtes Manöver, denn so ein U-Boot ist nicht besonders wendig. In der engen Schleuse kann es schnell zu Kollisionen kommen. Nachdem das Boot festgemacht hat, heißt es erst einmal warten. Der Hub von nicht mehr als einem halben Meter dauert hier etwa 30 Minuten. Der Schlepper zieht das Heck des U-Bootes immer wieder in Richtung Schleusenmitte, damit das Ruder nicht die Kaimauer berührt. Sollte es beschädigt werden, wäre die Fahrt schon jetzt zu Ende und der Schaden enorm. Das riesige Schleusentor öffnet sich wieder. Doch so einfach kann das 56 Meter lange U-Boot seinen Platz nicht verlassen. Ein zweiter Schlepper muss her. Vorsichtig und mit einigen Schwierigkeiten zieht er U-32 durch die Schleuse. Die gesamte Schleusung dauert eine Stunde. 9 an Bord, ein Lotse, der die Fahrt durch den Nordostseekanal begleitet. Er kennt das Gebiet genau und berät den Kommandanten. Seit 1948 verbindet der Nordostseekanal, bei Seefahrern NOK genannt, die Ostsee, also die Kieler Förde, mit der Elbmündung und somit mit der Nordsee. Mehr als 32.000 Schiffe passieren ihn pro Jahr. Im Kanal fährt U-32 ohne den Schlepper. Höchstgeschwindigkeit 8 Knoten, also etwa 15 km/h. Je langsamer das U-Boot fährt, desto schwerer ist es zu lenken. Den stark befahrenen Kanal zu durchqueren, erfordert höchste Konzentration von allen Beteiligten. Weil wir halt da relativ viele Kurven haben, mehr Kurven wie normalerweise. Und diese Kurven müssen wir dann halt auch so abfahren, dass wir nicht in den Gegenverkehr geraten. Und generell kann man halt sagen, der NOK ist recht sehr eng im Vergleich zu sämtlichen anderen Fahrgewässern, die wir halt so kennen. Die 100 Kilometer lange Wasserstraße führt durch die malerische Landschaft Schleswig-Holsteins. Obermaat Martin Sass genießt seine kurze Pause auf dem Oberdeck. Wenn man hier unten steht, dann genießt man das dann doch schon nochmal, dass man dann nochmal ein bisschen Zeit für sich hat. Aber auch oben auf dem Turm, wenn man da dann auf See dann oben stehen kann, ist es dann doch nochmal wirklich schön, dass man da nochmal ein bisschen ja, die Zeit genießen kann kurz. Ja, es war schon mein Traumjob, aufs U-Boot zu gehen. Ich bin quasi mit dem U-Boot-Fahren aufgewachsen, dadurch, dass mein Vater halt damals auch auf dem U-Boot war. Und ich bin auch extra gerade wegen dem U-Boot-Fahren zur Marine gegangen. Also ich wäre enttäuscht und traurig gewesen, wenn ich nicht aufs U-Boot gekommen wäre. U-32 ist inzwischen 3 Stunden im Nordostseekanal unterwegs. Es ist 17 Uhr. Schlafenszeit für Sonarmat Philipp Engels. Seine erste Schicht ist jetzt zu Ende. Wir sind hier im oberen Bongo, also die Toilette. Und für mich ist jetzt gerade mal Zeit zum Schlafen gehen gleich. Wir haben jetzt noch in etwa 3 Stunden zum Schlafen. Dann werden wir schon wieder geweckt. Bongo bedeutet Toilette im U-Boot-Fahrerjargon. Davon gibt es nur 2 an Bord. Also wir haben 2 Badezimmer, nenne ich es jetzt einfach mal, für um die 30 Mann sind wir. Und immer beim Wachwechsel kann man sich vorstellen, gehen um die 12 bis 15 Mann Zähne putzen, vielleicht mal kurz irgendwie durchs Gesicht wischen, duschen auf Toilette. Manchmal gibt es dann auch bei den beiden Bongos ein bisschen Stau, dass die Leute sich gegenseitig im Weg stehen. Man kann quasi eine Nummer ziehen. Sonarmat Engels wird jetzt noch 3 Stunden schlafen. Dann beginnt die nächste Schicht. Ja, gute Nacht. Smooth Marcel Fiedler darf sich immer nur kurze Pausen gönnen. Also ich habe jetzt gute 1,5 Stunden geschlafen. Bei mir ist jetzt der Stand, dass ich jetzt den Mittelwächter vorbereitet habe. Also einen kleinen Teil, zum Beispiel das Auslaufgeross. Das ist so eine Tradition bei den U-Booten oder bei der Marine, dass man halt immer das Auslaufgeross hat. Also, ja, und warum das halt so ist, das war vor meiner Zeit schon da. Und ich führe die Tradition einfach fort. Das Auslaufgyros, ein Mysterium. So wie etliche andere Traditionen und eine ganz eigene U-Boot-Fahrersprache.
Das Decken des Tisches nennt sich hier Backen. Nachdem die Soldaten aufgebackt haben, dürfen sie banken, also Platz nehmen und essen. Das Backen und Banken findet alle 6 Stunden statt. Der Smoot arbeitet fast rund um die Uhr. 136 Mahlzeiten habe ich heute zubereitet für die Besatzung. Kommandant Lente fehlt beim Abendbrot in der Offiziersmesse. Er muss während der Kanalfahrt ständig auf der Brücke die Stellung halten. Die Reise durch den Nord-Ostsee-Kanal kann, je nach Verkehrslage, bis zu 15 Stunden dauern. Es gibt ja hier im Kanal hin und wieder mal eine Stelle, wo ich dann auch mal nach unten gehen kann, um so die notwendigen Sachen zu verrichten. Und da wir heute ein bisschen länger warten mussten in der Kieler Förde, konnte ich auch ganz bequem unten essen. Das hätte ich sonst hier oben gemacht. Ziemlich viel Gegenverkehr heute Abend. Hier ist ein bisschen was los heute im Kanal. Das bedeutet für den Rudergänger, dass er besondere Vorsicht noch mal walten lässt. Das Boot kann natürlich ein kleines bisschen nach rechts oder links dann abweichen, wenn uns einer entgegenkommt. Als Rudergänger sitzt Obermaat Martin Sass momentan am Lenkstand. Er steuert das U-Boot hochkonzentriert durch den Kanal. 291. Schon geringe Abweichungen vom Kurs können eine Katastrophe auslösen. In einem mehrere Millionen teuren Simulator lernen angehende U-Boot-Fahrer, in solch einer Situation keine Fehler zu machen. An baugleichen Armaturen trainieren die Soldaten das Steuern von U-Booten der Klasse 212A. Wir haben diesen Simulator hier, der auch mit Bewegungssystem funktioniert, also wirklich alles realitätsnah darstellen lässt, auch Störungen, Umwelteinflüsse, alles Mögliche. Zu Ausbildungszwecken für die zukünftigen Lenkstandsbediener, ja, oder auch die Tiefensteuerleiter, weil wir wissen, dass hier die Menschen Fehler machen dürfen. Das wollen wir auch provozieren, das dürfen sie halt an Bord nicht. Jeder U-Boot-Fahrer vom Smoot bis hin zum Kommandanten durchläuft diese Ausbildungseinrichtung. So auch der 22-jährige Christian Petersen. Im ersten Moment, weiß ich noch, als wir hier reingekommen sind, die ersten Stunden, da hat keiner von uns das Boot kontrollieren können. Also wir sind unkontrolliert rauf und runter und das hat Lastigkeiten gegeben. Die waren jenseits von Gut und Böse, aber mittlerweile haben wir das einigermaßen im Griff. Nur wenige halten die anspruchsvolle Ausbildung durch und werden tatsächlich U-Boot-Fahrer. Zurück im Nordostseekanal. Smoot Marcel Fiedler bereitet das Nachtessen, den sogenannten Mittelwächter, vor. Erste Zeichen der Ermüdung zeigen sich sogar bei einem geübten U-Boot-Fahrer wie ihm. Also wo man wirklich müde ist, ist halt quasi, sag ich mal, im Tiefschlaf ist und man steht halt auf und macht den Mittelwächter, bereitet den zu und bereitet da seine Brötchen für, also den Brötchenteig fürs Frühstück vor. Dann ist man schon ziemlich groggy, sag ich jetzt mal. Dann freut man sich, wenn man duschen gehen darf und dann wieder auf den Bock gehen darf. Marcel Fiedler darf sich für eine Stunde hinlegen, dann muss er das Nachtmahl servieren. U32 wird gleich die Schleuse Brunsbüttel erreichen. 8 Stunden hat die Fahrt durch den Kanal dann gedauert. Gerade, ob die noch einen Kaffee haben. Kommandant Lente war während der gesamten Zeit auf der Brücke. Ja, wie lange ich hier sitze, müsst ihr eigentlich mal nachrechnen. Mir kommt es auf jeden Fall schon ziemlich lange vor. Bislang bin ich ja immer nur als Wachoffizier hier oben gewesen, da konnte ich mich immer abwechseln lassen. Aber ja, mir geht es trotzdem soweit gut. 3/4 Stunde haben wir hier noch im Kanal, dann erreichen wir Brunsbüttel, dann haben wir es geschafft. Und dann ja, müssen wir nur noch die Elbe abwärts fahren und dann ist mein Tag dann auch schon rum. Ja, das sind dann gut 18 bis 20 Stunden, wenn ich das richtig sehe. Der frisch gebackene Kommandant ist zufrieden mit seiner Besatzung. Und Sonarmat Philipp Engels ist stolz, dazu zu gehören. Es gibt mehr Bundesligaspieler wie U-Boot-Fahrer in Deutschland. Ich sag mal, im Moment vielleicht 80 aktive U-Boot-Fahrer. Das ist jetzt gar nicht so viel. Oh, da muss man schon was für tun anscheinend. Und es wollen. Wenn man jetzt wirklich hier an Bord kommt und nicht voll und ganz dabei ist, dann wäre das auch nichts. Dann kann man es auch lassen. Die Besatzung Alpha und ihr Kommandant Rudolf Lente haben mit dem Nord-Ostsee-Kanal die erste Etappe gemeistert. Gleich wird U32 Kurs Richtung England nehmen. Ein NATO-Manöver steht an. Von nun an geht es weiter auf streng geheimer Mission. Geringen Platz hat,
Und darauf ist halt zu achten, dass man halt nicht eine 4-Kilo-Dose mit an Bord nimmt. Lieber viele kleine Dosen, ja, lässt sich leichter verstauen. Kartons sollten eigentlich, sag ich mal, zu Hause im Heimathafen bleiben, wegen, dass man halt, sag ich mal, nicht so viel Müll fabriziert, und deshalb nehme ich es aus der Verpackung raus und nehme mir halt bloß jetzt die Anweisungen mit, wie es halt gemacht wird, und schaue das halt so weg. Nach 6 Stunden sind die Lebensmittel verstaut. Smooth Marcel Fiedler hat eine kleine Pause. Draußen machen sich die Schwimmtaucher bereit. Sie tasten die U-Boote vor dem Auslaufen nach Kampfmitteln und Beschädigungen unter der Wasseroberfläche ab. Das findet im sogenannten UV-Naht-Dienst ab, unter Wassermittel-Nahkampfabwehr. Grundsätzlich geht es beim ersten Tauchgang erstmal darum, sind irgendwelche Haftminen, irgendwelche Sachen dran, die uns am Auslaufen hindern sollen. Rettungsgeräte nahezu unsichtbar. Es ist deshalb auch für Sonar unter Wasser kaum aufzuspüren. 1500 Tonnen Spezialstahl wurden verbaut. Im Inneren steckt Hightech pur. Vieles ist streng geheim. Rund 400 Millionen Euro kostet ein Unterseeboot dieses Typs. Im Kriegsfall befinden sich in diesen Torpedorohren 6 drahtgelenkte Schwergewichtstorpedos. 21 Betten gibt es an Bord. Die bis zu 30 Männer und Frauen der Besatzung schlafen abwechselnd in Schichten. Die knapp 2 Quadratmeter Privatsphäre müssen also nochmals geteilt werden. U-32 trägt die NATO-Bezeichnung S-182. Der Stahlkoloss ist 56 Meter lang, 7 Meter breit und 11,5 Meter hoch. Leistung 4240 PS. Hier bei mir, ich habe mein eigenes Sprechgerät. Das heißt, wenn ich hier tatsächlich schlafe und irgendjemand will was von mir, dann habe ich gleich hier etwas, wo ich sprechen kann. Ja, im Prinzip habe ich ein bisschen mehr Stauraum als andere. Das hier lässt vermuten, dass ich hier große Schränke habe. Habe ich aber nicht. Wie überall im Boot ist auch hier Technik verborgen. Da kann ich also nichts reintun. Ich habe also dann doch nur ein paar kleine Fächer. Aber was noch interessant ist, mein kleines Bett hier. Darunter befinden sich unsere Waffen und unsere Munition. Ich schlafe da drauf. Ich bin nicht der Einzige, der einen Schlüssel hat. Aber das ist hier bei mir untergekommen. Aber ansonsten schläft sich das hier eigentlich echt gemütlich. Doch gemütlich bleibt es an Bord meist nicht lange. Ruderversager, Ruderversager, Lenkstand ist ausgefallen. Ruderanlage wird umgeschaltet in Notbetrieb. Ruderversager, Ruderversager, Lenkstand ist ausgefallen. Ruderanlage wird umgeschaltet in den Notbetrieb. Ja. Ruderversager, die sind der Klasse 212A. Wir haben diesen Simulator hier, der auch mit Bewegungssystem funktioniert, also wirklich alles realitätsnah darstellen lässt, auch Störungen, Umwelteinflüsse, alles Mögliche. Zu Ausbildungszwecken für die zukünftigen Lenkstandsbediener, ja, oder auch die Tiefensteuerleiter, weil wir wissen, dass hier die Menschen Fehler machen dürfen. Das wollen wir auch provozieren, das dürfen sie halt an Bord nicht. Jeder U-Boot-Fahrer vom Smooth bis hin zum Kommandanten durchläuft diese Ausbildungseinrichtung. So auch der 22-jährige Christian Petersen. Im ersten Moment, weiß ich noch, als wir hier reingekommen sind, die ersten Stunden, da hat keiner von uns das Boot kontrollieren können. Wir sind unkontrolliert rauf und runter und das hat Lastigkeiten gegeben. Die waren jenseits von Gut und Böse, aber mittlerweile haben wir das einigermaßen im Griff. Nur wenige halten die anspruchsvolle Ausbildung durch und werden tatsächlich U-Boot-Fahrer. Der U-32 durch die Schleuse. Die gesamte Schleusung dauert 1 Stunde. 9 an Bord ein Lotse, der die Fahrt durch den Nord-Ostsee-Kanal begleitet. Er kennt das Gebiet genau und berät den Kommandanten. Seit 1948 verbindet der Nord-Ostsee-Kanal, bei Seefahrern NOK genannt, die Ostsee, also die Kieler Förde, mit der Elbmündung und somit mit der Nordsee. Mehr als 32.000 Schiffe passieren ihn pro Jahr. Im Kanal fährt U-32 ohne den Schlepper. Höchstgeschwindigkeit 8 Knoten, also etwa 15 km/h.
Je langsamer das U-Boot fährt, desto schwerer ist es zu lenken. Den stark befahrenen Kanal zu durchqueren, erfordert höchste Konzentration von allen Beteiligten. Weil wir halt da relativ viele Kurven haben, mehr Kurven wie normalerweise. Und Geräte, ein Wärmebildgerät, das wir auch Infrarotstrahlen erkennen können, sodass wir auch bei Nacht gut durch dieses Seerohr gucken können. Und wir können durch dieses Seerohr auch Radarstrahlen aufnehmen, können sie peilen. Der Nachteil ist natürlich, wenn das Seerohr draußen ist, sind wir leichter zu entdecken. Deswegen sind wir eigentlich dazu geneigt, wenn wir tatsächlich nur durch Seerohr schauen wollen, das vordere Seerohr zu nehmen. Das ist nämlich deutlich kleiner. Nicht nur optisch, sondern auch akustisch scannt die U-Boot-Crew ständig die Umgebung. Sonarmat Philipp Engels und seine Kollegen müssen sich in einem Wirrwarr aus Motorengeräuschen der verschiedensten Boote und Schiffe zurechtfinden. Fischer sind für uns sehr interessant. Dann kann man auch schon mal Winde oder was hören, verschiedene Arbeitsgeräusche, Netzgeräusche. Das muss man dann ein bisschen unterscheiden. Wenn so ein Fischer dann eben auch diese Arbeitsgeräusche hat, ist es interessant, wie er fährt, in welche Richtung, damit wir natürlich nicht hinter ihm durchfahren, um dem Netz irgendwie ausweichen zu können. Und ansonsten... Lieutenant Beck schwören ihre Leute ein. So, Meldung an, Kommandant. Die Augen links. Für Kommandant Lente ist es das erste Manöver mit dieser Crew. Ihre Bezeichnung? Besatzung Alpha. Die 28 Mitglieder gehören zum ersten U-Boot-Geschwader Eckernförde und sind Teil einer kleinen, feinen Elite. Denn in der deutschen Marine gibt es nur knapp 80 aktive U-Boot-Fahrer, aufgeteilt auf 4 Besatzungen. Auf Manöverstation! 2 Monate hat sich die Besatzung intensiv auf dieses Manöver vorbereitet. U-32 wird in Eckernförde ablegen, die Kieler Bucht durchqueren, um die Schleuse Holtenau in der Kieler Förde zu erreichen. Nach der Schleuse beginnt der Nord-Ostsee-Kanal, eine der meistbefahrenen Wasserstraßen der Welt. Nach fast 100 Kilometern in dem engen Kanal geht es durch die Schleuse Brunsbüttel. Hier müssen die Kameras das Boot verlassen, denn U-32 wird an einem streng geheimen NATO-Manöver bei Plymouth vor England. Und auch das Notruder ist besetzt, sollten wir einen Ruderversager haben, dass wir schnellstmöglichst reagieren können. Bevor U-32 auslaufen kann, muss sichergestellt sein, dass alle technischen Geräte einsatzfähig sind. Elektronikmat Christoph Strehle führt letzte Tests durch. Drücke die Ausfallhilfe von außen. Falsch auf Zero von aus. U-32 verfügt über 2 Seerohre. Das größere Beobachtungsseerohr mit Wärmebildgerät und das kleinere, unauffälligere Angriffsseerohr. Ich teste jetzt die verschiedenen Mechaniken in dem Seerohr. Das heißt, ich schalte einmal, oder der Drehantrieb ist dazu geschaltet. Demzufolge kann ich das Seerohr jetzt mit dem Taster hier betätigen und es drehen. Mit dem Taster gucke ich jetzt, ob der Azimutwinkel funktioniert. Das heißt, hier hoch und runter. Also jetzt verändere ich einfach nur die Höhe und jetzt schalte ich mal den Geräte, ein Wärmebildgerät, das wir auch Infrarotstrahlen erkennen können, sodass wir auch bei Nacht gut durch dieses Seerohr gucken können. Und wir können durch dieses Seerohr auch Radarstrahlen aufnehmen, können sie peilen. Der Nachteil ist natürlich, wenn das Seerohr draußen ist, sind wir leichter zu entdecken. Deswegen sind wir eigentlich dazu geneigt, wenn wir tatsächlich nur durch Seerohr schauen wollen, das vordere Seerohr zu nehmen. Das ist nämlich deutlich kleiner. Nicht nur optisch, sondern auch akustisch scannt die U-Boot-Crew ständig die Umgebung. Sonarmat Philipp Engels und seine Kollegen müssen sich in einem Wirrwarr aus Motorengeräuschen der verschiedensten Boote und Schiffe zurechtfinden. Fischer sind für uns sehr interessant. Dann kann man auch schon mal Winde oder was hören, verschiedene Arbeitsgeräusche, Netzgeräusche. Das muss man dann ein bisschen unterscheiden. Wenn so ein Fischer dann eben auch diese Arbeitsgeräusche hat, ist interessant, wie er fährt, in welche Richtung, damit wir natürlich nicht hinter ihm durchfahren, um dem Netz irgendwie ausweichen zu können. Und ansonsten... Hier bei mir, ich habe mein eigenes Sprechgerät. Das heißt, wenn ich hier tatsächlich schlafe und irgendjemand will was von mir, dann habe ich gleich hier etwas, wo ich sprechen kann. Ja, im Prinzip habe ich ein bisschen mehr Stauraum als andere. Das hier lässt vermuten, dass ich hier große Schränke habe. Habe ich aber nicht. Wie überall im Boot ist auch hier Technik verborgen. Da kann ich also nichts reintun. Ich habe also dann doch nur ein paar kleine Fächer. Aber was noch interessant ist,
mein kleines Bett hier. Darunter befinden sich unsere Waffen und unsere Munition. Ich schlafe da drauf. Ich bin nicht der Einzige, der einen Schlüssel hat. Aber das ist hier bei mir untergekommen. Aber ansonsten schläft sich das hier eigentlich recht gemütlich. Doch gemütlich bleibt es an Bord meist nicht lange. Ruderversager, Ruderversager. Lenkstand ist ausgefallen. Ruderanlage wird umgeschaltet in Notbetrieb. Ruderversager, Ruderversager. Lenkstand ist ausgefallen. Ruderanlage wird umgeschaltet in den Notbetrieb. Ja. Ruderversager. Dies bedeutet, dass das Ruder von der Zentrale... Theoretisch stehen jedem Soldaten zwei Flaschen Bier pro Tag zu. Aber die trinkt man eben selten. Also kommt kaum jemanden, der auf See vom Bier trinkt. Und es muss vom Kommandant genehmigt werden. Auf das traditionelle Einlaufbier im Zielhafen freut sich Sonarmat Philipp Engels aber dennoch. Jeder freie Platz wird auf dem engen U-Boot für die Lebensmittel und Getränke genutzt. U-32 lädt Vorräte für 3 Wochen. Wo man hinschaut, Lebensmittel. Im Kriegsfall wären die Torpedorohre mit Torpedos belegt. Doch jetzt werden sie als Stauraum verwendet. Zum Beispiel für Bier. Einer der Soldaten schiebt die Kisten mit den Füßen bis ans Ende des Rohres. So lagert jetzt Pilz, wo sonst tödliche Geschosse auf ihren Einsatz warten. Ja, stressig ist es auf jeden Fall. Man sieht ja, dass ein U-Boot halt geringen Platz hat. Und darauf ist halt zu achten, dass man halt nicht eine 4 Kilo. Das, was dahinter ist, ist geheim. Darüber dürfen wir nicht reden. Und wir möchten eben auch nicht, dass jeder dahinter gucken kann, was wir hier eingebaut haben. Grundsätzlich fahren wir batterieelektrisch. Das heißt, wir ziehen unsere Energie aus der Batterie. Diese Batterie möchte natürlich irgendwann geladen werden. Die Schiffsschraube wird grundsätzlich mit der Batterie betrieben. Ist Außenluft zugänglich, wird sie über einen Generator von einem Dieselmotor gespeist. Im tiefgetauchten Zustand, ohne Außenluft, reagieren Sauerstoff und Wasserstoff in der Brennstoffzelle. Die dort freigesetzte Energie gelangt wiederum über den Generator in die Batterie, die das Unterseeboot antreibt. Durch diese revolutionäre Brennstoffzellentechnik kann U-32 wochenlang getaucht fahren. Auf dem Stützpunkt trifft Kapitän Rudolf Lente die letzten Vorbereitungen, damit U-32 sicher und pünktlich auslaufen kann. Der 35-Jährige ist erst seit 2 Monaten Kommandant der Besatzung Alpha. Es ist die erste gemeinsame Mission. Ich trage die Verantwortung für die gesamte Sicherheit, eigentlich für jedes einzelne Leben an Bord. Ich muss mich schon besonders konzentrieren, weil ich der letzte Mann bin, der hier Entscheidungen zu treffen hat. Und alles, was meine Besatzung falsch macht, fällt letztendlich auf mich zurück. Deswegen bin ich sehr hinterher, gerade weil es die erste große Fahrt mit dieser Besatzung ist, alles auch nochmal zweimal zu kontrollieren. Doch jetzt steht erst einmal das Wichtigste an. U-32 wird mit Proviant beladen. Besonders auf Nervennahrung legen die U-Boot-Fahrer Wert. Softdrinks, Schokolade und deftige Snacks dürfen auf keiner Fahrt fehlen. Kapitänleutnant Benjamin Beck behält den Überblick, wo andere nur noch Chaos sehen. Das ist überhaupt kein Chaos. Jeder weiß, wo welcher Handgriff zu tätigen ist und das läuft Hand in Hand. Ich glaube, das ist bei jedem zu Hause genauso. Wenn er gerade vom Einkaufen kommt, steht erstmal alles in der Küche und dann wird halt eingeräumt. Das ist bei uns auch so. Der Durchmesser dieser runden Einstiegsluke beträgt nur einen knappen Meter. Jetzt müssen mehrere 100 Liter Getränke, gut 220 Kilo Fleisch und palettenweise Gemüse durch diesen Zugang transportiert werden. Bei der sogenannten Proviantrolle reichen die Soldaten die Lebensmittel von Hand zu Hand, bis sie ihren Lagerort erreicht haben. 320 Kilo Obst und Gemüse und 300 Kilogramm Tiefkühlkost werden eingelagert. Smooth Marcel Fiedler verstaut die frischen Waren in seiner Kühlkammer. Ja, jetzt guckt mir auf Mindesthaltbarkeitsdaten, ob das alles so passt, ob das ausreichend bemessen ist. Und dann passt es schon. Das Einstauen wird noch einige Stunden dauern. Die Arbeit als U-Boot-Fahrer ist oft schweißtreibend. Obermann Martin Sass weiß, wie wichtig Nervennahrung an Bord ist. Gerade wenn wir auch mit dem ganzen Süßkram und mit den ganzen Getränken, so, das muss auch schon sein, damit es halt immer noch mal so die Stimmung hebt. Selbst darf man sich ja nichts mitnehmen. Aber ich sag mal so, dass man sich dann halt selber hier noch mal einen Snickers und so nehmen kann, das muss schon sein. Also ansonsten
glaube ich, würde man sich hier auch schon an die Kehle gehen. Auch mehrere Kisten Bier werden im Boot eingelagert. Der Gerstensaft wird hier liebevoll Wachblase genannt. Man darf auch mal eine Wachblase trinken. Theoretisch stehen jedem Soldaten zwei Flaschen Bier pro Tag zu. Aber die trinkt man eben selten. Also kommt kaum jemanden, der auf See vom Bier trinkt. Und das muss vom Kommandant genehmigt werden. Auf das traditionelle Einlaufbier im Zielhafen freut sich Sonarmat Philipp Engels aber dennoch. Jeder freie Platz wird auf dem engen U-Boot für die Lebensmittel und Getränke genutzt. U32 lädt Vorräte für 3 Wochen. Wo man hinschaut, Lebensmittel. Im Kriegsfall wären die Torpedorohre mit Torpedos belegt. Doch jetzt werden sie als Stauraum verwendet. Zum Beispiel für Bier. Einer der Soldaten schiebt die Kisten mit den Füßen bis ans Ende des Rohres. So lagert jetzt Pilz, wo sonst tödliche Geschosse auf ihren Einsatz warten. Ja, stressig ist es auf jeden Fall. Man sieht ja, dass ein U-Boot halt geringen Platz hat. Und darauf ist halt zu achten, dass man halt nicht eine 4-Kilo-Dose mit an Bord nimmt. Lieber viele kleine Dosen, ja, lässt sich leichter verstauen. Kartons sollen eigentlich, sag ich mal, zu Hause im Heimathafen bleiben, wegen, dass man halt, sag ich mal, nicht so viel Müll fabriziert und deshalb nehme ich es aus der Verpackung raus und nehme halt bloß jetzt die Anweisungen mit, wie es halt gemacht wird und streue das halt so weg. Nach 6 Stunden sind die Lebensmittel verstaut. Smooth Marcel Fiedler hat eine kleine Pause. Draußen machen sich die Schwimmtaucher bereit. Sie tasten die U-Boote vor dem Auslaufen nach Kampfmitteln und Beschädigungen unter der Wasseroberfläche ab. Das findet im sogenannten UV-Naht-Dienst ab, Unterwassermittel-Nahkampfabwehr. Grundsätzlich geht es beim ersten Tauchgang erstmal darum, sind irgendwelche Haftminen, irgendwelche Sachen dran, die unser Auslaufen hindern sollen. Die Suche nach tödlichen Kampfmitteln und eventuellen Beschädigungen gehört vor jedem Auslaufen dazu, auch in Friedenszeiten. Die Taucher suchen die gesamte Außenhülle des U-Bootes Meter für Meter sorgfältig ab. Danach auch den Anker. Entwarnung. Sie finden weder Beschädigungen noch Haftminen an U32. Auf dem Stützpunkt hat Kommandant Rudolf Lente zum Navigationsbriefing geladen, um den genauen Verlauf der Route zu besprechen. U32 wird durch die extrem verkehrsreichen Seegebiete vor und im Nordostseekanal steuern. Eine Herausforderung für den jungen Kapitän und seine Mannschaft. Dort fahren 14 Fähren. Wir haben dazu keine genauen Zeiten, weil die fahren den ganzen Tag über hin und her. Es gibt 8 Brücken, die Brückenhöhe ist aber hoch genug, sind ja 42 Meter, da passen wir überall drunter. Gerade hier, wenn Sie hier schauen, an dieser Stelle haben wir nicht viel Platz. Sollte uns ein Fahrzeug entgegenkommen, müssen wir besonders vorsichtig manövrieren. Wir werden hier besondere Navigation betreiben, das heißt nicht nur rein uns auf die Technik verlassen, sondern auch optisch navigieren. Der Anker ist klar zum Fallen, das heißt, dass wir im Falle des Falles sofort an Ort und Stelle aufschrauben können. Und auch das Notruder ist besetzt, sollten wir einen Ruderversager haben, dass wir schnellstmöglichst reagieren können. Bevor U32 auslaufen kann, muss sichergestellt sein, dass alle technischen Geräte einsatzfähig sind. Elektronikmat Christoph Strehle führt letzte Tests durch. Drücke die Auslagehilfe von außen. Marsch auf Zero von aus. U32 verfügt über 2 Seerohre. Das größere Beobachtungsseerohr mit Wärmebildgerät und das kleinere, unauffälligere Angriffsseerohr. Ich teste jetzt die verschiedenen Mechaniken in dem Seerohr. Das heißt, ich schalte einen, oder der Drehantrieb ist zugeschaltet. Demzufolge kann ich das Seerohr jetzt mit dem Taster hier betätigen und es drehen. Mit dem Taster gucke ich jetzt, ob der Azimutwinkel funktioniert. Das heißt, wir hoch und runter. Also jetzt verändere ich einfach nur die Höhe. Und jetzt schalte ich mal den Zoom. Das war's schon. Nach
Nach monatelanger Vorbereitung ist es soweit. U-32 wird gleich ablegen. Die Besatzung ist bereit. Ich glaube, so langsam ist jetzt mal angekommen, dass wir überhaupt zur See fahren. Also die ganze Zeit hat man eigentlich das Gefühl, auch Koffer packen und so. Wenn man es schon öfter mal gemacht hat, dann wird das irgendwann zur Routine. Aber jetzt so langsam kann es aber losgehen, man freut sich schon. Das ist mehr so eine Vorfreude einfach auf das Bevorstehende. Dafür sind wir ausgebildet und das möchten wir natürlich auch zeigen, dass wir das können. Das Boot ist seeklar, da freut man sich, dass es jetzt endlich losgeht, losgehen kann und man halt auch mal wieder zur See fährt. Besatzung halt, Vermusterung! Vorbereitungen sind abgeschlossen, der große Tag ist da. Es geht Richtung England ins Manöver, für was wir jetzt monatelang trainiert haben. Können wir jetzt zeigen, dass wir dem würdig sind und wenn dieses Manöver sehr gut abschließen. Guten Morgen, Besatzung Alpha. Morgen, Kapitän. Augen geradeaus, Besatzung Alpha, rührt euch. Es ist weder Spiel noch Spaß. Wir werden das erstmal so durchführen und dafür bin ich halt Kommandant, deswegen muss ich Ihnen das sagen. Das Ganze ist ernst und wenn das so funktioniert, wie wir es haben wollen, dann kann es auch irgendwann Spaß machen. Seien Sie darauf vorbereitet und seien Sie in gewohnter Weise respektvoll und höflich. Besatzung Alpha, stillgestanden. Auf Manöverstation. Auf Manöverstation. Für den 35-jährigen Rudolf Lente ist es die erste Fahrt als Kommandant. Jetzt muss alles funktionieren. Die Besatzung ist gut ausgebildet, wir haben alles an Bord. Und wir haben auch schon die ersten Informationen über das Programm nächste Woche. Ich laufe mit einem guten Gefühl aus. Die Mission beginnt. U-32 läuft aus. Auf Manöverstation Botesgrad zum Ablegen. Frage ablegen. Ja, ablegen. U-32 verlässt den Marinestützpunkt Eckernförde. Allein der Weg nach England ist eine Herausforderung für Mannschaft und Boot. Die Eckernförder Bucht. Sie reicht 17 Kilometer ins Land. Hier gibt es mehrere Yachthäfen und Bootsanleger. Es herrscht extrem viel Verkehr. U-32 muss ständig anderen Verkehrsteilnehmern wie Seglern und Fischern ausweichen. Über Sonar, Radar und die Seerohre beobachten der erste Wachoffizier Beck und seine Mitarbeiter ununterbrochen die Umgebung. Wir gleichen generell mit dem Seerohr einfach die Kontakte, die wir einmal im Radar haben, ab. Weil verschiedene Blips, die wir so nennen, die wir im Radar haben, können wir nicht genau sagen, ob das jetzt ein Fahrzeug ist, eine Tonne oder...